Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch Spring Meadow vorstellen. Endlich wird es Zeit, dass ich euch Spring Meadow vorstelle. Ja, ich glaube, das war auch wieder ein Zuschauerwunsch. Also peu à peu kommt das Ganze. Das eine oder andere dauert ein bisschen länger, aber ich hoffe, das stellt kein Problem dar. Die Welt der Spiele ist einfach riesig und es gibt einfach so viel, was ich euch zeigen will. Und jetzt wird es endlich auch Zeit für Spring Meadow. Das Spiel ist erschienen bei Edition Spielwiese, je nach dem Vertrieb über Pegasus Spiele, steht ja auch hier drauf. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahre ist es und geht ca. 15 Minuten pro Spieler. Ihr könnt so eine halbe Stunde, 40 Minuten, könnt ihr unabhängig von der Spieleranzahl ca. einkalkulieren. Und es ist die Nummer 3 der Spielepuzzle aus dem Hause Uwe Rosenberg. Dazu im Fazit auch mehr. Und die Nummer 3, ob es die beste ist, das wird sich dann zeigen. Und in dem Video möchte ich euch das Ganze knackig vorstellen, ein bisschen auf die Regeln eingehen und dann gibt es abschließend das Fazit. Wobei, eigentlich brauche ich euch die Regeln gar nicht erklären, weil es gibt eine richtig cooles, App ist es nicht, aber ein Erklärvideo. Ich habe ja gesagt, bei Cosmos gibt es ja sowas auch, diese Erklärvideos, wo im Prinzip das Ganze spielerisch erklären, und das gibt es auch bei Spring Meadow. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Erklär-App angeguckt und da habe ich mir die Regeln angeguckt und aufgrund nicht der Erklär-App, aber aufgrund der Erklärung gibt es auch einen Link in der auf die Homepage, wo das Video hinterlegt ist. Und dann könnt ihr sofort, wenn ihr diese 10 Minuten angeschaut habt, könnt ihr das Spiel losspielen. Das ein oder andere kleine Element müsst ihr vielleicht nochmal nachschauen, aber ihr könnt praktisch die Anleitung auf die Seite legen und schaut euch direkt den Link an auf der Homepage und schaut euch dieses animierte Video an. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp, bevor ich hier einfach nochmal ein paar Infos geben will, was das Spiel angeht, was man hier dann machen muss. So viel zum Thema Werbung, aber dieses Werbung musste einfach sein, weil das ist echt toll gemacht, steckt ja auch viel Aufwand dahinter. Ja, und so sieht das Ganze aus. Man sieht hier das Tableau mit diesen einzelnen Plättchen. Jeder Spieler bekommt auch so noch ein Spielertableau vor sich gelegt. Alles noch Schnee in dem Fall und das ist die Seite, da wird es schön begrünt. Ihr könnt euch natürlich überlegen, ob ihr so oder so spielt, das bleibt euch überlassen, steht auch so drin. Also da habt ihr mehrere Möglichkeiten, welche Rückseite ihr nehmt. Also da schaut einfach, wie ihr Lust habt, und so ist das Ganze natürlich durchaus ein bisschen variabel. Variabel ist es auf jeden Fall von den Plättchen, also das auf jeden Fall ist gleich, jede Partie ist anders. So, aber was müsst ihr denn überhaupt machen? Ihr wollt natürlich mit euren Plättchen hier euren Spielplan begrünen. Und man versucht das natürlich durchaus von unten nach oben zu gestalten, weil bei einer Wertung zählen die geschlossenen Reihen bzw. Spalten, je nachdem wie ihr es jetzt sieht, zählen. Und die letzte unvollständige, die wird dann auch nochmal mit Punkten gewertet. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Erst einmal geht es darum zu puzzeln. Das heißt, der Wegweiser steht entsprechend, je nach Spieleranzahl werde ja weitergerückt. Und dann nehme ich mir einfach irgendeins. Ja, wenn ich jetzt hier stehen würde, natürlich von dem Bereich. Das heißt, ich würde mir jetzt dieses Puzzleteil nehmen und kann es jetzt anlegen, wo ich will. Ich darf jetzt nur keine Höhle verdecken, wie man es jetzt hier sieht. Aber ich darf zumindest so ein Guckloch. Dann in dem Fall, sowas darf ich auf jeden Fall machen. So, bin ich später nochmal am Zug, jetzt nehme ich mir einfach ein x-beliebiges, dann darf ich auch so eine Höhle verdecken, weil ich auch hier freigelassen habe. Ich war lieb in dem Fall und habe praktisch das Löchlein freigelassen. Das heißt, ich mache das drauf, aber ich muss hier ein Murmeltier dann drauflegen, weil ich jetzt hier praktisch eine Höhle verdeckt habe. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Ihr habt natürlich noch eine weitere Option, wenn ihr im späteren Spielverlauf, da muss man, merkt ihr, also da muss man schon schauen, wie das passt hier in dem Fall. Jetzt muss ich gerade mal gucken, so könnte es gehen, ich darf es ja verdecken. Wenn ihr jetzt hier mehrere Löcher verbindet, also hier nebeneinander habt, in dem Fall 2, dann darf ich mir auch so ein Einzelteil nehmen und das sofort bei mir verbauen. Wenn ich schaffe, 3 Löcher oder 4 Löcher zu verbauen, dann nehme ich mir natürlich auch entsprechendes Plättchen, immer -1 gerechnet. Die liegen natürlich auch hier drin. Hier sieht man auch verschiedene Größen, in dem Fall so ein Dreierplättchen, wenn ich mir so 4er Löcher aneinander freischaufel, und dann bekomme ich ein weiteres Plättchen, was ich einbaue.
Zu Spielbeginn wird es auch schon vorgegeben, dass ein Spieler, der erst später am Zug ist, gleich so ein Teil bekommt, sodass er einen kleinen Ausgleich hat. So kann man es auf jeden Fall nennen, was den Spielablauf angeht. Aber mit solchen Plättchen kann man auch Löcher stopfen, gerade die Einserplättchen, weil man will ja durchaus vollständige Reihen hier abbilden. Weil eine Wertung wird ausgelöst, wenn in einer Reihe keins oder ein Plättchen nur noch auslegt, dann ist es doof für diesen jeweiligen aktiven Spieler. Das heißt, er bekommt auf jeden Fall schon mal den +2 Mark, also 2 Extrapunkte für diese Wertung. Und anschließend rechnet jeder Spieler die vollständigen Reihen und er rechnet auch eine unvollständige. Nehmen wir an, die hier wären voll. Das heißt, ihr rechnet hier die Punkte und ihr bekommt hier nochmal ein Pünktchen dazu. Das ist ganz wichtig. Und der, wo dann die meisten Punkte hat, der bekommt die Wandernadel. So, und wichtig, diese offenen Löcher, die werden dann zugemacht, also mit Murmeltieren praktisch belegt, wenn der Spieler dann eine Wandernadel bekommt. Das waren quasi schon alle Regeln. Es gibt hier noch so einen Kompass in dem Fall und ich hätte gar nicht gedacht, dass man den brauchen, aber den braucht man wirklich, weil im Spielverlauf kann es ja durchaus sein, ich lege das ein bisschen zurück, dass man hier einfach so ein Plättchen nehmen will. Am Anfang ist es einfach, aber vielleicht liegen schon Plättchen draußen, so zum Beispiel. So. Und der Spieler nimmt sich jetzt, ja, das ist ein bisschen übertrieben. So, der Spieler will sich jetzt dieses Plättchen nehmen, legt einfach den Kompass drauf. Warum? Es macht Sinn. Weil wenn er sagt, ah nee, das passt doch nicht, wo war das Plättchen? Dann wisst ihr teilweise gar nicht mehr, wo das Plättchen lag. Aber wenn ihr den Kompass platziert habt, könnt ihr es entsprechend wieder zurücklegen. Also nutzt den auf jeden Fall. Am Anfang habe ich jetzt auch gedacht, den braucht man ja gar nicht. Also das nur als kleiner Hinweis. Aber so funktioniert das ganze Spiel und es geht so lange, bis ein Spieler praktisch 2 Wandernadeln vor sich liegen hat und der Spieler hat dann das Ganze gewonnen. Eigentlich hat ja alles angefangen mit Patchwork, so muss man ja wirklich sagen. Und Patchwork ist eins der Lieblingspuzzle, da kommt glaube ich auch nochmal was Separates, was ich geplant habe zu Patchwork. Was die Puzzle-Spiele angeht, das ist einfach mein Favorite. Allerdings hat der Uwe Rosenberg so eine Trilogie herausgebracht bei Edition Spielwiese, die durchaus sehr beliebt ist. Das heißt, hat man eigentlich clever gemacht. Hat einen bekannten Autor, Uwe Rosenberg, macht bekannte Spiele, ist auch nicht nur bekannt durch seine großen Spiele, sondern auch durch so einen bekannten Puzzle-Mechanismus, den man jetzt wirklich sagen muss, der auch von in diversen anderen Spielen enthalten ist, aber das hat er echt hingekriegt und das ist eher natürlich an Familien orientiert, durchaus auch ein bisschen an Kennerspieler, also die, wo ein bisschen gehobenes Familienspiel erwarten und wie gesagt, das ist Teil 3 der Saga, also kann man das ja quasi sagen, steht ja hier drauf. Der erste Teil war Cottage Garden in dem Fall. Ja, da war das Ganze auch ein bisschen anders, was den Plan dann angeht. War okay für mich in dem Fall. Dann kam Indian Summer raus als zweites Spiel der Reihe. Ich habe das, glaube ich, euch gar nicht vorgestellt, deswegen sage ich es jetzt einfach hier. Das fand ich einen Tick besser, aber im Spielverlauf hat es dann doch nicht so diese Begeisterung ausgelöst mit also diesen Wiederspielreiz. Und jetzt kam das dritte Spiel der Reihe raus und da gab es jetzt doch, glaube ich, einige Anfragen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die meisten gesagt haben, kannst du zumindest Spring Meadow mal vorstellen und das habe ich jetzt getan und ich finde es von allen drei das Beste. Ihr könnt es aber gerne mal reinschreiben, welches euer Favorite ist, sofern ihr die anderen Spiele kennt, aber Spring Meadow ist dann doch ein bisschen mit mehr Tiefgang verbunden, verbindet andere Spiele in dem Fall, wo vorher rausgekommen ist, schon ein bisschen besser aus meiner Sicht und deswegen ist es dann doch das abgerundete Spiel in dem Fall, also für mich aus der Reihe einfach das Beste. Sagt man ja meistens, entweder ist der erste Teil der beste oder der dritte Teil der beste. Auch bei Filmen ist das meistens der Fall, aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Grafisch ist natürlich schon speziell, aber auch irgendwie hübsch gemacht, weil es ist natürlich thematisch eingehaucht in diese Winterlandschaft, Frühling, der Schnee taut, wir legen hier die Plättchen aus. Also das ist durchaus gelungen gemacht. Was die Regel angeht, und ich habe es am Anfang gleich erwähnt, ihr braucht euch die Regel nicht durchlesen. Wenn ihr einen PC habt oder ein Handy etc., ein Tablet, dann schaut in der Anleitung ist auch nochmal ein Hinweis dazu, wo man in dem Fall die Regel findet. Das kostet nichts, da könnt ihr einfach,
cool gemacht mit der Anleitung, findet ihr einen Link und da wird euch das Spiel animiert erklärt. Und ihr könnt nach diesen 10 Minuten sofort loslegen. Das ist schon ein Vorteil, das nutzen immer mehr Verlage. Das ist durchaus wünschenswert aufgrund der Vielzahl an Spielen, wenn man nämlich das am Anfang sieht, die Anleitung. Die hat Englisch-Deutsch. Wundert euch jetzt nicht, wenn die so groß ist, in dem Fall nein. Weil die hat dann doch ein paar Seiten in dem Fall, wo man beachten muss. Aber die werden wirklich bestückt, so kann man es ja wirklich sagen, mit etlichen Beispielen und Hinweisen, was den Bereich dann angeht. Das eine oder andere muss man dann vielleicht nochmal nachschauen, was die Details dann angeht. Aber hier sind wir schon beim Spielende angelangt. Also ist gar nicht schwer. Und hier sehen wir auch nochmal, genau, hier sehen wir Cottage Garden, in dem Fall das erste, was rausgekommen ist, und Indian Summer in dem Fall. Also ja, jedes Jahr praktisch eine neue Edition. Und ich glaube, Spring Meadow macht den Abschluss dieser Reihe jetzt aus. So, fragt sich jetzt nur, wie ja, macht es Spaß, entsprechend auch abhängig von der Spieleranzahl. Ich sage es gleich vorweg, Solo habe ich es nicht gespielt. Das ist ein Spiel, das spiele ich am liebsten in geselliger Runde. Ist mir einfach sehr wichtig. Gerade bei so einem Spiel macht's, da habe ich keine Lust, in die Solo-Regel reinzuschauen. Da möchte ich einen geselligen Abend haben und die Möglichkeit habe ich ja. So, 2, 3, 4 Spieler ist völlig egal. Es funktioniert unabhängig von der Spieleranzahl. Zu zweit finde ich es durchaus knackig, weil man schaut schon sehr stark bei seinem Mitspieler und zählt dann auch ein bisschen ab die Reihen und sieht natürlich auch, wann eine Wertung dann stattfindet. Und muss natürlich schon schauen, dass man auf die attraktiven Plättchen dann Wert legt und sich die holt. Zu dritt, zu viert fand ich es auch gut. Ihr merkt, zu zweit fand ich sogar am besten, weil natürlich hier durchaus ein paar Glückskomponenten dabei sind. Und da muss man einfach schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt auch bei der Wertung dabei ist. Und das fand ich ein bisschen unglücklich, was auch die Wertungen angeht, wie die Wertungen stattfinden mit diesen Pluspunkten. Oft danach findet dann schon die nächste Wertung statt und wenn es bei einem Spieler läuft, dann hat er doch sehr schnell die Wander, beziehungsweise hier dieses Siegpunktplättchen ergattert. Das finde ich ein bisschen unglücklich, was jetzt die Wertung angeht mit dieser Nadel, mit diesen Punkten. Ich weiß nicht. Also da hatten wir doch die eine oder andere Partie, wo es dann irgendwie seltsam war oder im Prinzip dann ein Spieler gar keine Chance mehr hatte, wenn er sich unten ein bisschen rumgebaut hat und was ausprobiert hat. Nein, ihr müsst ja einfach bauen. Gleich clever bauen. Da muss eigentlich fast jeder Zug sitzen, damit ihr hier auch diese Wandernadeln dann bekommt. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Wenn ihr es anders seht, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber was diese Wertung angeht, das fand ich ein bisschen unglücklich. Es ist auch ein Spiel, wo ich gemerkt habe, in Vielspielerrunden, da habe ich es natürlich auch ausprobiert. Und deswegen habe ich gesagt, es ist für mich eher das, so, das Familienspiel, das gesellige Spielchen, dieses Puzzle-Element, Tetris-Element, was Vielspielern jetzt in meinem Runde gar nicht gefallen hat. Also da waren doch einige dabei, die haben gesagt, boah, nee, oder? Also Uwe Rosenberg, die sind auch mit einer ganz anderen Haltung an das Spiel rangetreten, wobei man das ja irgendwann ja wusste, wenn das eine Trilogie ist, wenn 1 und 2 dem einen oder anderen nicht so zugesagt hat, dass er dann gesagt hat, ob das 3 dann wirklich einen wirklich wegfegt und sagt, wow, das ist genial, das hätte man vielleicht wissen müssen. Die Zielgruppe sehe ich hier ganz anders, das sind eher die Familien, die auch ein bisschen mehr wollen, wobei es ist gar nicht schwer, mit Hilfe der App kommt auch, nicht App, mit Hilfe des Links und dieser Videoerklärung kommen auch Familien klar. Das auf jeden Fall. Es ist schon ein Spiel, in dem Fall ab 10 Jahre, wo sich der Elias mittlerweile rantastet an das Ganze. Aber ich wollte es euch jetzt schon vorstellen. Also er merkt, so schwer ist es gar nicht, was den Bereich dann angeht. Und man puzzelt gerne nur die Wertungen. Also ich weiß nicht, hätte man es ein bisschen anders lösen können. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt immer zum unglücklichsten Zeitpunkt oder je nachdem, wie das Ganze dann läuft, wie man Plättchen wegnimmt. Man kann es ja auch ein bisschen forcieren. Man sieht ja auch, welche Plättchen man weggreifen muss. Aber das fand ich dann doch, es hat mir einfach nicht gefallen, was jetzt zu welchem Zeitpunkt oder wie das Ganze abläuft mit diesen Pluspunkten und mit dieser Wertung. Aber da wiederhole ich mich jetzt nur in dem Fall. Also was Spieleranzahl angeht, wie gesagt, am liebsten zu zweit. Das ist knackig. Schaut wirklich, plant nicht im Voraus, ihr müsst schnell schauen. Also wenn ich das spiele, dann versuche ich wirklich effektiv zu bauen. Ich hole mir die größten Plättchen. Ich versuche das je nachdem auch mit Löchern zu füllen. Ich halte mich gar nicht so lange auf mit diesen Löchern, mit den Angrenzen. Je nachdem passt es, dass ich so ein extra Plättchen legen kann. Aber da müsst ihr auch ein bisschen hantieren. Und da habt ihr dann Löcher unten drin in eurem Bereich. Und dann läuft die Wertung schlecht. Also
Ihr müsst effektiv spielen in dem Spiel und ein, zwei Fehler, boah, da könnte es schon eng werden. Also ihr müsst wirklich jeden Zug gut schauen, dass ihr den richtig macht. Und wie gesagt, wenn ja alles wieder weg ist, dann wird hier wieder aufgefüllt. Es ist ja eine Vielzahl an Plättchen vorhanden. Also wir haben immer alles reingeworfen in die Box. Und es gibt ja auch manche Spieler, das fand ich auch ganz süß. Wo ist denn hier dieser Süße hier? Manche haben dann wirklich gedacht, ach, das ist schön gemacht von der Illustration und waren da mehr geblendet von dem Plättchen als von dem ganzen Spiel. Das habe ich übrigens auch in der Partie erlebt. Also, wie gesagt, ein Spiel abhängig von der Zielgruppe sehr stark. Ihr müsst euch schauen, ob euch sowas gefällt. Wenn ihr jetzt viel mehr erwartet, taktische Leckerbissen etc. Nein, da spielt ihr einfach drauf los. Das Ganze geht recht schnell. Übrigens, zu zweit spielen wir das Ganze mittlerweile in 20 Minuten. Das geht recht schnell und da werden auch keine Fehler verziehen. Da ist man einfach weg vom Schuss. Aus meiner Sicht ein solides, gutes Spiel, abhängig von der Spielerkonstellation, mit wem ich spiele. In vielen Spielerrunden, da hat es irgendwie gar nicht gezündet. Vielleicht lag es an meinen Mitspielern. In Familienrunden war es dann doch besser. In dem Fall hat man dann doch das Gefühl gehabt, auch die Mitspieler kamen ja auf ihre Kosten, gerade mit jüngeren Spielern. Da hat es dann doch ein bisschen mehr gezündet. Also achtet unbedingt darauf, mit wem ihr das Ganze spielt. Und wenn euch diese Elemente gefallen, dann könnt ihr durchaus gleich zu Spring Meadow greifen, wenn ihr noch gar keins der drei Spiele kennt. Ansonsten müsst ihr einfach mal nachschauen von den Konstellationen. Wie gesagt, Cottage Garden ist auch richtig gut gemacht. Mit ein paar anderen Finessen. Indian Summer hat am Anfang bei mir total gezündet, fand ich richtig cool, aber der Wiederspielreiz hat dann doch sehr schnell nachgelassen, sodass ich dann letztendlich dann doch eher dem Spring Meadow treu bleibe. So kann man es auf jeden Fall formulieren, aber ich denke, aufgrund dieses doch jetzt sehr langen Videos habt ihr jetzt eure Meinung auf jeden Fall bilden können. Und wenn es euch gefällt, ihr könnt gerne, wenn ihr das kaufen wollt, einen der unten genannten Links nutzen. Da unterstützt ihr uns immer, wenn ihr solche Links dann nutzt, aber es gibt auch weitere Unterstützung. Möglichkeiten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn in Zukunft der eine oder andere da noch hinzukommt. Jetzt verabschiede ich mich von dem Spiel in dem Fall. Es geht schon wieder weiter. Mal schauen, ob ich gleich mit dem nächsten Video dann anfange und euch weitere Spiele zeige. Ab und zu hat man so einen Rutsch. Dann kann man gleich ein paar Spiele zeigen, bevor wir jetzt nachher gleich wieder loslegen zu spielen. Jetzt sage ich aber tschüss, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald.